Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge mit mir und einem endlich wieder Indie-Horrorspiel und zwar dem Spiel Inside. So, there's no way out, sagt er und sagt nur noch muhahaha. Da werden wir sehen, ob es keinen Weg raus gibt oder doch. Xing, Shang, Shong, wir sind da. Achso, ach, es geht direkt los. Hä? Links oder rechts? Scheißegal. Ah, eine Taschenlampe habe ich. Wunderbar. Wunderbar. Meine Schritte hören sich ja extrem beschissen an. So, hallo? Keiner da? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Aber ich denke mal, das werden wir früh genug herausfinden. Ich denke mal, ich muss einfach nur entkommen, weil der Titel ja schon sagt, da ist kein Weg raus. What the fuck? Soll das Blut sein? Darf man sich da nähern oder stirbt man? Ja, ich gehe da nicht mal lieber nicht durch. Ich höre mir lieber meine gruseligen Schritte an. Was ist das denn hier? Warum ist hier alles so rot? Kommt das Ding näher her? Nee. Was hängt hier an der Wand? Oh, wird hier da hochgezogen? Hat bestimmt wehgetan, die Scheiße. Ja, seid ihr selber schuld? Ich habe nichts damit zu tun. Ich muss irgendwas anderes hier machen. Anscheinend entkommen. Bevor ich da auch noch an der Wand hänge. Wollen wir das? Vielleicht. Nein, ich glaube eher nicht. Wow! Fuck! Oh! Oh! Wow, 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 du Missgeburt. Alter, da stand er da vor der Tür. War das der hier hing? Okay, gut, ich verlasse lieber diesen Raum. Bevor ich die anderen da auch noch runterjage. Ich habe da keinen Bock drauf. Bleibt da ruhig hängen, bleibt da ruhig hängen. Ihr müsst mir nicht folgen. Geht's da weiter? Ich habe immer ein Auge auf euch, Junge. Ich habe ein Auge auf euch. Ja. Shit. Ja, das Bett lag da so. Oh, Mann! Rote Grütze. So erschränke ich mich hier in der roten Grütze. So, ich gehe hier. Hier ist nichts. Ich gehe einfach mal zurück. Ja, muhaha. Ich gehe einfach mal geradeaus, denn da ging's, glaube ich, nämlich auch entlang. Nein, ging's nicht. Tür geht nicht auf. Gut. Doch, hier entlang. Dann probiere ich jetzt mal was anderes aus. Ich laufe da jetzt mal durch die rote Soße da durch. Mal gucken, ob ich sterbe oder nicht. Anscheinend, eigentlich müsste ich nicht sterben, wenn das einfach Blut ist. Ah! Fuck! Ha! Ja, genauso fühle ich mich gerade, wie der Typ atmet. Okay, 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 okay. Das Spiel wird noch anscheinend sehr lustig werden. Lustig ist was anderes, Alter. bin ich gerade aufgesprungen, Alter. Das gibt's ja nicht. Herzattacke 2000. So, links oder rechts? Wir gehen erstmal links entlang. Oh, hab ich Schiss, das Spiel zu spielen. Verpisst euch alle. So, irgendwelche netten Kätzchen. Hehehe, schreibt er. Hehehe, ich drehe mich jetzt mal ganz langsam um. Alles klar, nichts da. Na, diese Schritte. Kann er nicht. Weiß! Ja! Komm, verschwindet jetzt! So, muss ich ja. Nee! Hier geht's aber nicht weiter. Ich verstecke mich einfach in der Kiste. Die verschwinden nicht. Okay, die verschwinden nicht. Doch, die sind weg. Ah, kein Thema. Kein Thema für mich. Ha! Da war doch nichts, war das. So. Wer will mich jetzt erschrecken, hä? Kommt jetzt irgendwas aus dem Schrank? Das ist noch nicht mal ein Schrank, jetzt ein Tisch, der hochsteht. Oh, links oder rechts, komm. Bam. Bam. Ich dreh mich um. Nix da. Oh, links, rechts, rechts. Oh, nix da. Alles klar. Aus dem Fenster kommen, ich dreh mich um. Oh, nix da, okay. Shit. Hallo. Hallo, ich dreh mich um. Okay, ist auch nix da. Hier ist ja gar nix. Hallo, hier ist. Was? Fuck! Oh, leck mich, Junge. Wow! Ich hab gedacht, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war schon schrecklich, aber das ist ja noch viel schlimmer hier. So,
Immer diese Kisten. Die Kisten haben aber keinen Sinn. Aber ich will mich nicht umdrehen. Mann, jetzt ist da wieder die rote Suppe. War die vorher auch schon da? Ja, doch, war sie. So, hier ist nichts. War. Ich will. Nicht mehr. Aber hier war ich schon. Aber hier ist nichts. Na sicher, vorne ist das Fenster. Ja, was soll ich machen? Hier gibt es wirklich keinen Ausweg. Doch, da geht's hoch. War hier was? Nee. Boah, jeder Schritt. Pure Horror. Boah. Hier kommt da wieder irgendwas. Kommt. Dei! Ja! Soundfehler. Wunderbar. Was liegen die denn hier so? Hallo! Ja, ja. Gleich stehen sie auf, stehen vor mir und kitzeln mir die Eier oder so. Komm. Will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Tank da. Nix. Fenster. Ab geht's. Weiter. Nächster Raum. Einfach durchchecken. Panik. Keine Spur. Angst. Ich doch nicht. Ich doch nicht. So, nächster leerer Karton. Nix. Hallo Monster. Kein Monster da. Zeng, 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 zeng. Warum steht ihr jetzt alle? Ich wusste es. Ich wusste. Die schauen mich an. Ist mir doch egal. Ich will in diesen Raum. Ich will einfach gucken, was hier drin ist. Blut. Blut an der Wand. Ich drehe mich um. Keiner da. Okay. Was steht da? Steht da irgendwas? Aim? Nein, ich glaube nicht. So, da stehen die immer noch. Hier steht immer noch, ne? Soll ich jetzt die Hand schütteln oder was? Leck mich. Verpisst euch. So, hier. It's empty. Ah. Ah, wie alle anderen Kartons auch, wa? Aber warum wird dieser Karton so angeleuchtet, hä? Ist der so besonders? Ah, die sind weg. Die sind wieder weg. Oh nein, die sind weg. Warum sind die weg? Boah, ich krieg so viel. Oh ja, es blitzt da irgendwas. Was? Sack! Fick dich! Huh! Hey, hahaha! Kein Ding für mich. Komm mal her. Neue Treppe, neues Glück. Meine Fresse. Das heißt, ich muss immer eine Etage durchfighten, bis eine neue Treppe erscheint. Warum geht er da nicht hoch? Warum geht er da nicht hoch? Ey, was ist hier los? Jetzt piept meine Uhr hier. Das ist aber Bullshit hier. Nee, so nicht. So nicht. Ich muss nämlich hier noch, ein paar Etagen muss ich noch machen. So ein Bullshit. Obwohl, ich kann ja eigentlich direkt hoch, wa? Aber wollen wir das? Nee, wollen wir ja jede Etage mal durchchecken, hä? Da ist ja irgendwas Besonderes. Vielleicht kriege ich irgendwann eine Waffe und kann diese roten Dinger einsaugen oder so. Hier ist Blut wieder an der Wand, boah. Jeder Schritt. Pure Terror. Hey! Hey, wang, 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 ey. Jetzt aber genug. Oh, da hing was. Jetzt ist er weg. Ah, komm mal mit der Ruhe. Ist doch nichts passiert, ist doch nichts passiert. So, Box ist wieder empty, wa? Immer mit der Ruhe, übertreib's nicht mit dem Atem. Mit dem Atem, mit dem Atmen. So. Hier ist wieder nix. Ist da drüben auch ein Raum? Ne, ich hab mich schon verlaufen, wa? So, hier ist wieder... Mein Gott. Was ist das? Ja, yeah, hallo! Hey, was ist das? Was steht denn da? Hallo? Der atmet, der bewegt sich. Ist der böse? Awesome! Bing Bong! Steht er da schon wieder? Nee. Also hör auf zu atmen, weißt du was? Wir haben es geschafft. Die Etage haben wir durch. Wir gehen jetzt einfach in die nächste Etage. Sobald ich die Treppe finde. Wo ist die Treppe? Where are the stairs? Hier. So, hoch. Wir kämpfen uns jetzt hoch. Wir kämpfen uns jetzt. What the fuck? Was ist das denn? Hier ist eine Wand. Die fliegt. Eine Mauer. Ich kann hier nicht durch. Habe ich irgendwas auf der Etage vergessen oder was? Nee, ich komme nicht durch. Komme ich nicht. Na gut. Bin ich jetzt runtergefallen? Nee, was ist denn jetzt im Arsch? Ey, bin ich jetzt eine ganze Etage runtergefallen? Hä? Ich häng fest. Ich bin wirklich runtergefallen. Gut. Hier hoch.
Hier hoch. Ne, hier ist wieder diese Mauer. Gut. Und schauen wir uns doch noch hier ein bisschen um. Ist ja kein Thema, wa? Ich war hier, links war ich, aber da geradeaus war ich noch nicht. Dann gehen wir geradeaus. Hier sind irgendwelche Bottiche. Das sieht aus wie Riesenbatterien. Hier ist aber nichts. Milch. Tonnen. Ein Schrank. Ne, hier ist gar kein Schrank. So. Ich habe alles gesehen. Hier ist nichts. Darf ich jetzt weiter hoch? Nee, darf ich nicht. Wieso nicht? Warum darf ich da nicht hoch? Kann ich mich ducken? Bücken? Irgendwas? Nee. Ich komme noch nicht durch. Das ist so. Da ist aber auch gar keine Etage. Das ist einfach eine Wand. Das ist ein Bug hier? Geht es nicht weiter höher? Sollte diese Treppe gar nicht angezeigt werden, oder? Weiß nicht. Habe ich einfach wirklich was vergessen? Mal hier, der Tisch, der hängt in der Wand drinne. So muss halt auch sein. Warum auch nicht, ne? Aber ich war doch hier schon überall. Ich war hier links drinne. Na genau, da hing der komische Ampelmann, der sich da war aber mal weg. Hier war ich drinne. Soll ich nochmal die Kiste nachgucken? Nein, ist nichts. Hier ist da auch nichts. Von da bin ich gekommen. Gehen wir mal geradeaus. Genau, hier war das. Ist auch nichts. Gehen wir mal hier entlang. In das Zimmerchen, da war ich auf jeden Fall, kann ich mich auch noch dran erinnern. Da komme ich nicht rein. Da steht ein Tisch vor. Hier war der komische, schwarze Pokémon drin. You found the key to the roof! Okay, vielleicht sollte ich doch mal die Kisten durchschauen. Ich hätte dann vielleicht eine Waffe oder so gefunden. Nein, ich glaube eher nicht. Ich glaube, hier gibt es keine Waffen. Wie in jedem anderen Spiel auch. So, Key to the Roof. Das heißt, ich kann jetzt diese Mauer aufschließen, oder wie läuft das? Meine Fresse, also das ist echt kacke hier mit dem Hochlaufen, dass ich da wirklich... So, ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden, hallo? Ich habe Schlüssel. Warum kriege ich dann Roof nicht auf? Ich meine, das ist nicht wirklich eine Tür, ne? Aber ich meine, ich muss ja trotzdem irgendwie den Schlüssel irgendwie nehmen können. Irgendwie. Oder auch nicht. Ich kann auch nichts anwählen. Also ich kann auch Mausrad auch nicht drehen. Ich kann auch der dritten Taste nicht drücken. Rechtstaste geht auch nicht. Aber auch so der Taschenlampe an- und ausmachen. Das funktioniert. Ja. Kann ich hier irgendwas drücken? Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Nee, das nicht. Da war der falsche Knopf. Nee, irgendwie... Ja. Keine Ahnung. Ich habe einen Schlüssel gefunden, aber das ist auch nicht wirklich eine Tür. Also das sieht nicht aus wie eine Tür. Das ist... Also entweder bin ich zu blöd oder das Spiel ist verbuggt. Ha. Ha. Was machen wir jetzt? Ja, hier jetzt wieder runter. Ich will ja nicht runter. Ich habe gesagt, ich will nicht runter. Oh Gott. Oder? Ich glaube nicht. Okay. Keine Ahnung, war es das Spiel? Oder hat sich das Menü jetzt geöffnet und ich kann das Spiel von neu starten? Komisch. Ach, keine Ahnung. Egal, ich wollte mal sagen, das reicht. Bis jetzt, ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen. Da waren nämlich ziemlich viele Momente, die mir echt... Hocker gehauen haben. So, danke fürs Zuschauen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie ihr zocken Horrorspiele oder ich oder der andere da. Wir sind ja zwei. so, ne? Das war's. Tschüss!